Herzlich willkommen zum 18. Video aus der Reihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Betrachten wir uns die Ausgangssituation. Kara steht hier und soll um diesen Wald herumlaufen. Es sind hier drinnen lauter Kleeblätter und sie soll hier um diesen Wald herumlaufen und auf seine Kleeblätter gewissermaßen aufpassen. Wie kann man das machen? Wie schaut das einmal in der Praxis aus, dass Kara hier läuft? Starten wir mal das Programm. Versucht immer möglichst eng an diesem Wald zu bleiben und dann herumzulaufen. Und dir ist sicherlich schon aufgefallen, dass sich hier zum Beispiel kein Pilz befindet, gegen den er laufen könnte. Das ist insofern wichtig, wenn man sich hier dieses Programm anschaut, habe ich hier außen herum eben einen Anweisungsblock While, eine While-Schleife drinnen. Solange sich eben kein Pilz vor ihm befindet, While not mushroom front, solange soll das Ganze ausgeführt werden und es soll er dann praktisch ewig herummarschieren. Dann habe ich eben die Bedingung, diese Bullshit-Bedingung so gewählt, dass sie dann auch praktisch immer erfüllt bleibt, weil er wieder nie vor einem Pilz kommen, es sei denn, ich würde hier einen Pilz dann vor innen letztlich aussetzen. Wie schaut das Programm im inneren Bereich aus, der Weilschleife? While to right, das heißt, solange hier auf der rechten Seite von Kara aus gesehen, und hier ist die rechte Seite von Kara, solange sich an der rechten Seite ein Baum befindet und sich kein Baum vor ihm befindet, das ist natürlich auch ein Problem, weil sonst würde es eine Fehlermeldung geben, soll er eben weitergehen. Würde eben hier diesen Schritt dann letztlich weitersetzen. Und wenn sich eben ein Baum vor ihm befindet, dann würde er sich dann eben in dem Fall dann nach links dann wegdrehen. Wenn sich, das ist der nächste Bereich, kein Baum rechts vor ihm befindet, dann sollte er schauen, dass er sich weiter nach rechts dreht, damit er dementsprechend aus seiner Sicht dann immer dann entlang des Bereichs dann weiter marschiert. Und solange sich eben dann wieder kein Baum vor ihm befindet, dann soll er wieder darum einen weiteren Schritt gehen. Und solange sich eben ein Baum vor ihm befindet, soll er sich so lang eben dann nach links drehen, bis er eben dann keinen Baum mehr dann von sich dann sieht. Das wäre hier zum Beispiel ganz wesentlich, wenn er hier wäre, würde sich hier dann dementsprechend dann hier drehen in andere Richtung, dann hätte er hier Probleme und dann dreht er sich in dem Fall dann eben nach links, kommt dann praktisch weg, geht dann wieder einen Schritt dann letztlich weiter, sieht dann keinen Baum rechts von sich, letztlich if not to right, das wäre hier dieser Fall, dann dreht er sich dann in dem Fall hier wieder nach rechts rüber, marschiert dann einen Schritt weiter, kontrolliert dann wieder, ob rechts von ihm ein Baum ist, marschiert er weiter, aber es ist immer noch ein Baum rechts von ihm. Und wenn das dann eben, das ist hier um while to right, und wenn er dann eben hier diesen Schritt gegangen ist, wieder nichts rechts von sich sieht, also if not to right, dann dreht er sich wieder nach rechts, geht wieder einen Schritt und schaut dann wieder, ob dann wieder etwas ist und geht immer wieder diese Schritte durch und wandert dann praktisch dann hier unendlich, bis wir das Programm unterbrechen, dann um diesen Wald an Baumstümpfen dann herum.